Es gab auch eine Menge zu bereden und das ist nicht verwunderlich, weil wir ja das letzte Mal vor circa 10 Wochen zusammen waren und das ist schon eine verdammt lange Zeit und Sie haben es ja auch gemerkt, dass da viele Dinge in den Ländern so oder so gelaufen sind, hat auch damit zu tun, dass es diese Art des Zusammentreffens eben nicht gegeben hat. Und ich bin der festen Überzeugung, das habe ich immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass es gut ist, einen großen Rahmen zu haben, in diesem großen Rahmen auch zu agieren. Und das hat uns, glaube ich, gerade am Anfang der Pandemie sehr geholfen. Und ich hoffe auch sehr, dass auch nach der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz gemeinsam mit der Bundesregierung dieses gemeinsame Handeln weiterhin der Standard sein wird. Bevor ich mit den Einzelheiten beginne, möchte ich mal ganz kurz auf einige Dinge eingehen, die in den letzten Wochen passiert sind, Dinge, die auch klarer geworden sind. Erstens haben wir in Infektionsgeschehen in Deutschland, wenn auch nicht in Brandenburg in dem Maße, aber ein Infektionsgeschehen, das besorgniserregend ist in den letzten Wochen. Gerade wenn wir noch sehen, dass wir ja momentan noch im Sommer sind, mit Menschen, die viel draußen unterwegs sind, mit doch guten Rahmenbedingungen, keine Grippezeit und Ähnliches mehr, dass trotzdem in dieser Zeit die Zahlen gestiegen sind, macht mich schon ein bisschen bösgläubig, was die Dinge insgesamt betrifft. Und wir müssen weiter vorsichtig sein. Wir müssen weiter vorsichtig sein und wir müssen auf Sicht fahren, was die Corona-Pandemie betrifft, auch vor einem anderen Hintergrund. Das ist jetzt eine Studie veröffentlicht worden, Sie haben es vielleicht gelesen oder davon gehört, dass es eben nicht so ist, wie viele es immer behauptet haben, dass die Corona-Infektionen zwar Infektionen waren, die aufgetreten sind bei Menschen, aber die am Ende doch bei den meisten nicht dann zum Tode geführt hätten. Das wurde in einer Studie, die jetzt vorliegt, widerlegt. 86% der Menschen, die eine Corona-Infektion hatten, sind an dieser Infektion gestorben und nicht an anderen Krankheitssymptomen oder Krankheitsverläufen oder Krankheitsbildern. Und ich glaube, das alles zusammen zeigt, dass wir weiterhin äußerst vorsichtig agieren müssen und das tun müssen, was es braucht, um den Menschen ein möglichst normales Leben in unnormalen, in Pandemiezeiten zu ermöglichen, aber gleichzeitig auch die Maßnahmen zu treffen, gemeinsam mit der Bundesregierung, gemeinsam mit den anderen Ländern, die notwendig sind, um weiterhin dafür zu sorgen, dass die Infektionen sich nicht planlos weiter ausbreiten können. Dazu gibt es andere Zahlen, die kennen Sie wahrscheinlich auch, dass von den Infektionen, die wir in den letzten Wochen verzeichnet haben, circa 40% Infektionen waren, die in irgendeiner Art und Weise mit Reiserückkehrern, ich füge hinzu, Reiserückkehrern überwiegend aus Risikogebieten verbunden waren und dass diese Infektionen dann dazu geführt haben, dass auch bei uns, aber erst recht in einigen anderen Bundesländern, die Zahlen doch wieder deutlich nach oben gegangen sind. Deswegen ist es nicht die Zeit, um über weitere große Lockerungsschritte nachzudenken. Wir werden weitere Dinge tun, auch im Land bei uns, um das Leben zu erleichtern. Aber die großen Lockerungsschritte, wie beispielsweise Großveranstaltungen oder anderes mehr, die wird es auch, das ist die Abstimmung mit der Bundesregierung, die Abstimmung mit dem Ministerpräsidenten nicht geben. Wir haben uns heute darauf verständigt, dass bis zum 31.12. Großveranstaltungen nicht möglich sind. Und ich füge hinzu, mindestens bis zum 31.12. dieses Jahres. Auch hier ist es pandemieabhängig möglich, dass sich dieser Zeitraum weiter verlängert. Es ist ein weiterer Punkt, über den wir geredet haben, ist die Situation in den Schulen. Ich bin froh, dass ich heute hier stehen kann und sagen kann, dass jetzt mittlerweile 3,5 Wochen nach der Schulöffnung in Brandenburg eines konstatiert werden kann, und das ist auch ein Resultat gewesen in der Schalte heute, dass der Schulbetrieb, der reguläre Schulbetrieb, das Infektionsgeschehen im Großen und Ganzen nicht beeinflusst hat. Wir hatten das, womit wir rechnen mussten. Ich habe das hier auch schon mal in der Pressekonferenz gesagt.
Punktuelle Schulschließungen oder auch Einschränkungen des Schulbetriebes, das gab es bei uns, das gab es auch in allen anderen Bundesländern, die mittlerweile im Schulbetrieb sind. Aber es gab keine Beeinflussung dieses regulären Schulbetriebs auf das große Infektionsgeschehen bei uns im Land und in den anderen Ländern. Und auch das ist eine gute Nachricht, weil auch hier große Befürchtungen da waren, dass der reguläre Schulbetrieb doch wieder zu einem sprungartigen Anstieg der Infektionen führen kann. Und ich möchte mich hier ganz herzlich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben. Das sind sowohl die Schulträger. Ich habe das auch gerade eben den Landräten gesagt. Ich habe, bevor ich hier zu Ihnen gekommen bin, noch eine ganz kurze Schalte mit den Landräten und Oberbürgermeistern gehabt. Ich habe mich dafür bedankt, weil es natürlich, wenn man dieses feststellt, auch sehr viel damit zu tun hat, dass die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen eingehalten worden sind, dass entsprechende Hygienekonzepte umgesetzt worden sind und auch durchgehalten worden sind. Und das muss auch weiter so sein. Ein weiterer Punkt ist die Frage der Rückkehrer aus Risikogebieten. Sie wissen, dass es da die Möglichkeit gibt, sich testen zu lassen, freiwillig testen zu lassen. Menschen, die zurückkehren, können sich kostenlos testen lassen. Ich weiß, das ist eine Diskussion, die mitunter auch schwierig ist, dass nämlich Menschen sagen, wer sich freiwillig sozusagen in Gefahr begibt, der soll doch bitte schön auch für die Kosten gerade stehen. Ich halte es aber für äußerst gefährlich, einen Anreiz zu setzen, dass Menschen, die aus solchen Risikogebieten kommen, vielleicht sagen, ich kann mir das Geld sparen und sage nichts davon, dass ich daher komme und lasse mich deshalb lieber nicht testen. Ich kann hier nur alle aufrufen, erstens, wenn es irgendwie geht, nicht in solche Risikogebiete zu reisen. Das Robert-Koch-Institut macht ständige Updates auch zu den Gebieten. Das sind mittlerweile eine ganze große Zahl von Staaten, die da betroffen sind, Regionen auch in Europa, die zu diesen Risikogebieten zählen. Das ist die beste und wichtigste Vorsichtsmaßnahme. Aber zweitens ist es aus meiner Sicht auch so, dass die Tests durchgeführt werden müssen und sie werden auch bis auf Weiteres kostenfrei bleiben. Auch das haben wir heute vereinbart. Verändert werden soll, dass nach § 56 Infektionsschutzgesetz die Erstattung des Verdienstausfalls nicht mehr auf Kosten der Allgemeinheit erfolgen soll, wenn man aus einem solchen Risikogebiet kommt und wohl wissend, dass es ein Risikogebiet ist, schon in dieses Gebiet gereist ist. Ich halte auch das für richtig, denn hier Kosten der Allgemeinheit aufzubürden, die man selber hätte vermeiden können, halte ich für falsch. Der Bund hat zugesagt, dass bei den Reiserückkehrern, vor allen Dingen bei denen, die per Flugzeug zurückkehren, es eine digitalisierte Weitergabe der Daten an die jeweils lokalen Gesundheitsämter geben soll. Das ist momentan ein Riesenproblem. Es werden Zettel ausgefüllt, teilweise richtig, teilweise unleserlich, teilweise auch leserlich. Aber im Großen und Ganzen, auch das war heute die Antwort, die ich von den Landräten bekommen habe, es kann mit diesen Zetteln nicht umgegangen werden. Hier eine digitalisierte Form zu finden, dürfte nicht schwierig sein. Und das Ganze dann auch mit den Pass- bzw. Ausweisdaten abzugleichen, würde den Gesundheitsämtern die Arbeit deutlich erleichtern. Und gerade deshalb, weil Menschen aus Risikogebieten dann auch freiwillig in die Quarantäne gehen sollten. Ich habe schon was zum § 56 Infektionsschutzgesetz gesagt. Wenn man das Ganze kontrollieren will, wenn man es umsetzen will, muss man natürlich die Informationen haben, die dafür die Grundlage sind. Wir haben eine ganze Reihe von weiteren Punkten diskutiert. Ein Punkt ist immens wichtig gewesen und trifft auch für uns im Land zu. Es wird zukünftig für Menschen, die sich nicht an die Maskenpflicht halten und damit wissentlich und willentlich, dass die Gesundheit und im extremsten Fall sogar das Leben anderer Menschen gefährden, ein Bußgeld geben. Das Bußgeld soll, so haben wir uns heute vereinbart,
mindestens 50 € betragen. Und wir werden mit Hochdruck in den nächsten Tagen daran arbeiten, dass wir dieses in Brandenburg wahrscheinlich dann zeitgleich mit der neuen Umgangsverordnung, die wir am nächsten Dienstag beschließen wollen im Kabinett, umsetzen. Dieses Bußgeld wird gelten für den ÖPNV in Brandenburg. Es wird gelten für beispielsweise Supermärkte. Es wird gelten auch für Restaurants und Ähnliches, wo es eine Maskenpflicht gibt. Es wird nicht gelten für Schulen. Schulen sind in dieser Sicht keine öffentlichen Räume. Es sind öffentliche Gebäude, aber die Öffentlichkeit hat in Schulen nichts zu suchen. Und deswegen wollen wir die Maskenpflicht in Schulen auch weiterhin ohne Bußgelder gestalten. Ich glaube, auch das läuft in Brandenburg im Großen und Ganzen, von kleinen Ausnahmen abgesehen, bisher recht konfliktfrei und gut. Ein weiterer Punkt ist die Frage der Familienfeiern gewesen. Auch das wurde intensiv diskutiert. Und es gibt ja da diese Mischung, man könnte die Mischung schon fast als toxisch bezeichnen, dass jemand, der aus dem Risikogebiet zurückkehrt, als erstes zu einer großen Familienfeier geht und damit die Gefährdung weiterer Menschen sozusagen herbeiführt. Familienfeiern und Reiserückkehrer sind zusammen ca. 80% der Neuinfektionen in Deutschland. Es zeigt auch, dass es hier eine große Gefährdung gibt. Aber wie gesagt, beides zusammen. Und wir werden auch hier in Brandenburg nachzudenken haben, das werden wir in den nächsten Tagen tun, wie wir das Ganze in der Verordnung neu gestalten. Wir haben derzeitig keine Regelung, die eine Familienfeier nach oben begrenzt, weder eine Familienfeier, die in der Gaststätte stattfindet, noch erst recht nicht im privaten Raum. Da werden wir uns in den nächsten Tagen noch mal sehr genaue Gedanken machen, ob das so bleiben kann. Das sind im Wesentlichen die Ergebnisse. Ich glaube wirklich, es war gut, dass wir heute zusammengekommen sind. Es war gut, dass wir nach so langer Zeit wieder gemeinschaftlich aufgetreten sind, dass wir gemeinsam dafür stehen, diese Pandemie in ihrem Verlauf in Deutschland weiter einzuschränken. Es ist uns in den letzten Monaten recht gut gelungen, erst recht, wenn man sich die Situation im Ausland, auch in europäischen Ländern anguckt. Und ich glaube, dabei sollte es auch bleiben. Da trägt die Bundesregierung eine große Verantwortung und natürlich auch wir als Landesregierung hier in Brandenburg, genauso wie die anderen Landesregierungen.